So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Football Manager 2022. Das nächste Spiel steht an, das zweite Spiel steht an in der zweiten Saison der Fußball-Bundesliga, die wir hier spielen. Vorher gibt es ein, zwei Sachen, die ich euch noch mitteilen wollte. Und zwar sind es Abgänge, das betrifft sowohl Benno Schmitz als auch Rafa Tschichos, beide haben den Verein verlassen. Das heißt, wir haben jetzt nur noch einen Rechtsverteidiger. Und wir haben jetzt wieder 4, beziehungsweise mit dem verliehenen Cestic 5 Innenverteidiger. Aber grundsätzlich ist das aufgebaut erstmal 4 Innenverteidiger. Das heißt, da sind wir wieder mit der entsprechenden Stärke aufgestellt, die wir haben wollen. Und was die Außenverteidiger rechts wie links angeht, da bin ich aktuell noch auf der Suche. Zwei Kandidaten für rechts wären zum Beispiel Mert Müldür oder Joscha Wagnermann. Ich bin eher bei Mülde. Wir können uns die beiden gerade mal anschauen hier. Aber nicht so. Wir schauen uns die beiden mal an. So, kann ich direkt vergleichen mit Wagner? Wahrscheinlich nicht. So, zack. Wir schauen uns die beiden mal an als Flügelverteidiger. So, da sehen wir dann erstmal, dass Müldür eigentlich ja immer so ein Stück weit die Nase vorn hat hier. 11 zu 13, 11 zu 12, 13 zu 13, gut 12 zu 11, ist es mal leicht andersrum, aber auch hier wieder 10 zu 12, 12 zu 14, 12 zu 13. Also Müldür hat immer so ein bisschen die Nase vorm Wagnermann. Hat dafür so ein paar Sachen unterbewertet hier, wie Ecken, Elfmeter, Freistöße, weil die sind jetzt auch nicht mega spannend für einen Rechtsverteidiger natürlich. Wagnermann dafür natürlich weiter Einwürfe noch mit dabei, Weitschüsse. Aber auch hier ist das gleiche Bild, Wagnermann eigentlich immer durch die Bank schlechter aufgestellt. Dafür muss man aber sagen, kostet Wagnermann halt auch nur die Hälfte. Das ist so das Dilemma, in dem ich gerade stecke. Ist auch erst 21 Jahre, könnte sich vielleicht noch entwickeln. Ist halt die Frage, was wir da machen. Wen würdet ihr lieber sehen? Schreibt es doch mal in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr dann den Denkanstoß, wen von den beiden wir uns verpflichten sollten. Tja, ansonsten steht das Spiel jetzt halt an. Wir gucken mal auf unsere Aufstellung. Janis Horn, Julian Chabot, Anel Amidocic, Kingsley Easyboy, Timo Horn dahinter im Tor, Mittelfeld Skiri Hector, davor Kainz Almada Amu und Brenner im Sturm. Katterbach ist ja weiterhin verletzt. Felix Passlack haben wir aktuell da zum Probetraining, wobei die Stats jetzt bisher nicht ganz so dolle aussehen. Den könnte man vielleicht als Backup für Rechts- und Linksverteidiger nehmen. Mit 1,7 Millionen wäre der nicht ganz so teuer. Aber mal gucken, wie die Stats dann aussehen, wenn er hier gescoutet ist. Bisher sieht das alles nicht so doll aus. Ja, auf der Bank gucken wir jetzt mal. Wir werden Bissek mit drauf nehmen und wir werden... wir nehmen noch mit drauf. Marc Uth ist jetzt ein bisschen verletzt. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Den werden wir drauf lassen, weil wir einen Stürmer brauchen. Aber wir nehmen Bissek mit auf die Bank, weil wir dem ein wenig Spielzeit versprochen haben. Und Obus werden wir erstmal verfügbar für die zweite Mannschaft machen. Für den ist aktuell nicht wirklich der Platz in der ersten, um mitzuwirken. Und das heißt, mit dieser 11 gehen wir dann rein in das Spiel gegen Stuttgart. Bin ich ja mal sehr gespannt, wie das wird. Ich sehe schon, die spielen wieder mit einer Fünferkette. Da haben wir... Ah, Fünferkette und Dreiersturm. Da haben wir in der letzten Saison Probleme mit gehabt. Vor allem gegen Greuther Fürth. Gucken, ob das dieses Mal wieder so ist. Und es kommt dann auch jetzt zum Wiedersehen mit André Duda natürlich. Duda ist ja zu Stuttgart gewechselt. Ist Benno Schmitz nicht auch nach Stuttgart gewechselt? Jetzt muss ich mal überlegen gerade. Es könnte sein, dass Benno Schmitz auch nach Stuttgart gewechselt ist. Wir gucken uns mal kurz nach. Benno Schmitz, ja genau so ist es. Benno Schmitz ist auch nach Stuttgart gewechselt. Aber der steht nicht in der Startelf. Ach, hier auf der Bank sitzt er. Perfekt.
Hätte ich mir viel einfacher machen können. Nicolas Nathey auch dabei, auch ein Ex-Kölner. Also bei Stuttgart, da ist die Kölner Party auf jeden Fall hier dabei. Auch wenn davon nur Duda auf dem Platz steht. Mal gucken, was er heute hier bewirken kann. Anstoß aber für den FC. Almada hat den Ball schon auf Amu verteilt, der mit dem langen Ball rüber auf Lukan Kain. Silas klärt. Duda jetzt erstmal nicht am Ball. Macht da Meter, aber wird kein Highlight. Stattdessen dann Freistoß Almada in die Mauer. Kainz und Wolf den zweiten Ball. Kainz auf Almada. Almada auf Jonas Hector. Hector liegt auf Easybue. Ja, da ist wenig Platz. Jonas Thorn jetzt mal auf dem anderen Flügel. Aus auf Julian Chabot, auf Amu, oh, schön gemacht. Aber Bredlo hält. Das war dann doch nicht ganz so schwer. Nächster Angriff von den Stuttgartern. Amidocic, oh, nicht so schön gemacht. Milo bekommt den Ball. Kalajdzic kloppt ihn aber drüber. Und dann ist das Highlight auch erstmal vorbei. Amidocic bekommt Gelb. Wir werden mal mehr fordern von der Mannschaft. Amu direkt mal mit dem Ballverlust. Und Stuttgart auf dem Weg nach vorne. Koulibaly, Mola. Oh, da ist viel Platz für Mangala in der Mitte. Ah, der Pfosten rettet uns da noch. Vom einen Pfosten an den anderen. Aber das kannst du so nicht verteidigen. Jetzt Einwurf für den FC. Chabot. Auf Jannis Horn. Jannis Horn. Dann auf Skiri. Skiri auf Almada. Der spielt wieder zurück auf Skiri. Und dann geht es über Amidocic. Rechts wäre viel frei. Easybue genau wird auch angespielt. Der könnte jetzt mal richtig Meter machen. Amu könnte auch schon mal starten. Aber das macht er leider nicht. Lässt sich leider von Easybue überlaufen. Easybue am 16er, Easybue, Almada, aber Bredlo hält. Almada natürlich, nicht Almada. Almada hält. Und so ist dann das Highlight auch wieder vorbei. Nächstes Highlight, Bredlo mit dem Abstoß auf Stenzel. Brenner mit dem, oh, Brenner schön, richtig schön gestört. Von Brenner richtig schön den Ball erobert, früh gepresst und dann schön unten rechts eingenetzt. So möchte ich das sehen. So stelle ich mir dieses Tiki-Taka-Gegenpressing vor. Richtig schön gemacht. Ja, schön den Passweg antizipiert. Wunderschön. Genau sowas will ich hier sehen. Nächstes Highlight, Jannis Horn mit dem Einwurf auf Almada. Thiago Almada wieder auf Jannis Horn. Der spielt es dann über Chabot, sucht die sichere Variante. Ja, nach vorne sind halt die Anspielstationen nicht da. Easybue wäre wieder frei. Skiri spielt es dann über Amidocic, der über Hector und der dann auf Amu. Der jetzt gegen 3 ist aber natürlich schnell. Ja, versucht er zu schießen, verliert den Ball dann. Das war nicht so gut gemacht. Aber ein schöner Versuch erstmal. Und damit ist dann die erste Hälfte auch schon vorbei. XG-technisch führen wir erstmal knapp. Auch Tore-technisch führen wir erstmal knapp. Aber da geht natürlich mehr. Jetzt der Anstoß natürlich für Stuttgart. Mavropanos auf Mola. Dann auf André Duda, der mit der Hacke auf Mangala. Und dann über eine andere Station wieder auf Duda. Mangala, Duda. Duda ist da viel eingebunden nach vorne, liegt raus auf Silas. Der auf Kalajdzic, wieder auf Silas. Es müsste da mal ein bisschen gestört werden. Mangala mischt auch nochmal mit. Silas. Und jetzt ist Florian Kainz da. Schlägt den Ball weg. Kommt leider bei niemandem an, aber erstmal ist der Ball aus der Gefahrenzone. Allerdings jetzt der nächste Freistoß wieder für Stuttgart. Mavropanos, ah, Außenpfosten.
Auch da bin ich mit der Verteidigung nicht ganz so glücklich, wie sie diesen Freistoß hier verteidigt haben. Das hätte besser sein können. Nächstes Highlight, wieder Stuttgart im Angriff, Milot. Aber Chabot mit gutem Stellungsspiel bekommt den Ball, macht jetzt ein paar Meter, steckt durch auf Florian Kainz, der auf Brenner. Wird er geklärt. Kalajdzic für Stuttgart und Reduda für Stuttgart. Tja, und jetzt werden wir auch einmal wechseln. Wir werden Jan Thielmann noch reinbringen für Florian Kainz. Der soll da schön die Gegner ein bisschen müde laufen. Werden unsere Verteidiger ein bisschen höher stellen. Wir werden dann Skiri rausnehmen. Geben dafür jetzt Bissek eine Chance als ballspielender Verteidiger im Zentrum und werden dann Chabot und an Amelicic als Halbraumverteidiger aufbringen. Hector dafür mehr ins Zentrum und etwas defensiver eingestellt. In der Hoffnung, dass wir damit etwas weniger Chancen zulassen gegen Stuttgart, die ja mit drei Stürmern quasi da agieren, beziehungsweise mit einer hängenden Spitze, einem offensiven Mittelfeldspieler und einem vorgeschobenen Spielmacher, aber trotzdem drei Mann, die vorne in erster Linie spielen. Und da will ich mit der Dreierkette ein bisschen entgegenwirken, beziehungsweise mit der Fünferkette und dem defensiven Achter. Ist so ein bisschen Absicherung, wobei die Offensive natürlich auch weiterläuft. Schöner Ball auf Thielmann. Thielmann. Dennis Horn ist natürlich auch weiter oben jetzt als Flügelverteidiger. Kriegt den Ball rein, Brenner 2-0. Ja, ich sprach gerade noch von Absicherung. Aber die Tatsache, dass Jannis Horn jetzt etwas höher stand, als er es eben tat, hat vielleicht jetzt auch diese Flanke irgendwo begünstigt. Wir werden auf jeden Fall nochmal wechseln. Wir werden Meret für Chabot bringen. Wir werden Charlie Özcan nochmal reinbringen. Ach, können wir gar nicht mehr. Wir haben nur noch drei Wechsel diese Saison. Da war ja was. Letzte Saison waren es fünf. Tja, diese sind es nur noch drei. Da sehen wir es nochmal. Thielmann. Quatsch, Thielmann. Jannis Horn mit der Flanke auf Brenner. Und wenn jetzt dann unten links ein und macht das 2 zu 0. Ja, Meret bringen wir trotzdem rein. Chabot ist eigentlich nicht der Halbraumverteidiger. Da ist Meret der bessere Kandidat. Oh, schön. Almada, Thielmann, Latte. Oder? Ja, war knapp drüber. Und ich habe gerade eben gesehen, ich glaube, ein Bruno Schmitz treibt sich jetzt hier auf dem Platz rum. Wurde scheinbar eingewechselt. Wir schauen gleich nochmal. Jetzt erstmal Highlight für den FC, Jannis Horn. Wechselt ja im Winter dann nach Freiburg. Aber erstmal spielt er noch für uns. Brenner auf Meret. Wieder auf Jannis Horn. Na, der Ball nicht im Aus. Jannis Horn auf Thielmann. Der auf Brenner. Na, wurde dann geblockt, aber Ezebul steht bereit auf der anderen Seite. Und sucht jetzt auch wieder Raum zum Flanken. Bringt die Flanke auch auf Brenner. Almada bekommt den zweiten Ball. Wird geblockt. Jannis Horn. Jannis Horn auf Hector. Und dann geht es wieder über Meret. Und es wird erneut die Lücke irgendwo gesucht. Hector mit dem Ball raus auf Ezebue. Ezebue auf Amu. Das war ein schöner Pass. Amu im 16er. Auf Almada. Tor 3-0. Thiago Almada macht auch noch eins. Schöne Vorlage, schöne Reingabe von Amu. Dessen Vornamen ich übrigens schon wieder vergessen habe. War, glaube ich, irgendwas Komplizierteres. Können wir es hier unten irgendwie sehen? Genau, Akinkunmi. Aber ich will ihn einfach Amu nennen, das ist einfacher. Ja, da sehen wir ihn. Benno Schmitz als Linksverteidiger hier aufgeboten. Stuttgart stellt nochmal um auf eine Doppel-8, aber das Ding ist hier gelaufen. Ah, nochmal ein langer Ball auf Silas. Meret müsste das sein, ist aber da. Stenzel, Duda wird geblockt, wird nochmal geblockt. Schmitz darf auch nochmal, aber den hält dann Timo Horn.
kenne aber von Stuttgart und Veduda bringt die jetzt rein auf Anton, aber Amedic klärt, dafür haben wir ihn geholt mit der Größe. Und natürlich auch wegen des Entwicklungspotenzials. Mavropanos will nochmal, aber Amu bekommt den Ball. Amedic spielt dann ab auf Brenner. Hector wieder auf Brenner. Der hat jetzt eigentlich keinen mehr vor sich. Brenner. Wirklo hält, aber schöner Abschluss. Vielleicht etwas spitz der Winkel. Hätte da vielleicht sich mehr im Zentrum orientieren müssen und nicht so weit nach außen, aber 1 gegen 1 natürlich immer auch eine Herausforderung, auch für den Stürmer. Stuttgart greift nochmal an mit Stenzel über Duda auf Mangala. Mangala, ne, aber rechts noch da vorbei. Und so gibt es dann Abstoß für den FC. 3 Minuten haben wir jetzt noch auf der Uhr. Hannes Horn, aber wird da irgendwie gestört von einem Stuttgarter. Hector da mit dem langen Ball. Mangala bekommt den aber. Und dann Duda im Zentrum, der hier nochmal Alarm machen kann. Schmitz schießt auch nochmal. Allerdings am Tor vorbei. Und so dann wieder Einwurf für den FC. Nächstes Highlight aber Einwurf für Stuttgart. Mangala. Den langen Ball, aber an Medicic klärt den ganz locker. Timo Horn dann mit dem langen Abstoß. Landet aber wieder bei Stuttgart in Form oder in Person von Anton. Und dann bauen die Stuttgarter das wieder hinten raus auf. Langer Ball jetzt mal auf Silas, der ist da frei durch. Horn hält. Gibt auch Ecke, also war scheinbar kein Abseits. André Duda bringt die rein. Amedic klärt aber wieder. Mangala, Duda. Ja, André Duda, auch schön gemacht. Aber Timo Horn hat ihn. Die Stuttgarter, die versuchen es jetzt nochmal. Die packen alles aus, was sie hier haben. Nochmal eine Ecke. Diesmal ist Timo Horn dran. Und dann müsste es auch vorbei sein. So ist es auch. Es wird abgepfiffen. Wir gewinnen bei Stuttgart mit 3:0. Schwächster Spieler heute Elias Kiri mit einer 6,5. Spieler des Spiels Brenner mit einer 8,3. Ja, schöner Sieg für uns. Wir liegen wieder auf Kurs für die neue Saison. Platz 1 nach 2 Spielen, zweiter ist Mainz. Bayern, hast du ja nur einmal gespielt. Okay, ich wollte schon sagen, Bayern auf der 14 mit 0 Punkten. Aber Bayern muss noch spielen. Da kommt also noch was. Nächstes Spiel ist dann gegen Bielefeld. Unsere zweite Mannschaft hat nicht gewonnen. In der dritten Liga stehen wir aber auf Platz 9 mit dem Unentschieden. Das ist in Ordnung. Die geht also gerade erst los. Brenner werden wir auf jeden Fall noch loben für die Leistung. Tja, und dann bleibt mir nicht viel zu sagen. Für die heutige Folge soll es das wieder gewesen sein. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei wärt. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Spiel wieder, wenn es dann zu Hause, glaube ich, gegen Bielefeld geht. Ja, Heimspiel gegen Bielefeld. Da werden wir uns dann das nächste Mal sehen, zumindest in dieser Serie. Ihr könnt natürlich auch noch andere Videos hier auf dem Kanal schauen. Es gibt da eine relativ neue Crusader Kings 3 Serie. Und ansonsten auch die City Skylines Serie. Da kommt momentan auch ein bisschen mehr. Von mir soll das gewesen sein. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Palamon vom Team React.